da bist du ja wieder, Alola. Und? Hast du den Insektenkönig getroffen? Hallard heißt er doch, wenn ich mich nicht irre. Oh, dein neues Pokémon hast du auch gleich mitgebracht. Miau. Ach nein, wie putzig. Es scheint ja wirklich kein bisschen scheu zu sein. Es hat mir sogar geholfen. Es hat dich auf Route 1 vor einem Mangunia beschützt. Das klingt ja ganz schön für mich nach einer schicksalshaften Begegnung. Ihr passt wirklich wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Miau! Am nächsten Tag. Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte mal auf, Alola? Ich muss einfach den ersten Part wirklich Alola und den Stein nennen. Uff, Alter. Weißt du, wir sind antisozial. Wir machen nicht die Tür auf, wir schließen uns einfach in unserem Zimmer ein. Wir bleiben einfach hier, legen uns hin und machen einfach nichts. Was das auch noch geht, Alter. Mauzi hat es fallen lassen. Mauzi hat einfach auf dein Bett gekackt. Das ist einfach echt so. Ich IRL. Es klingelt an der Tür und anstatt mich meinem Problem zu stellen, gehe ich lieber schlafen und mache es später. Okay, los geht's. Ich finde es schön, dass er zumindest so lange gewartet hat, bis ich mein kleines Nickerchen gehalten habe, dass er ins Haus kommt. Hallo Alola, es wird Zeit zu gehen, die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen, jetzt wo du ein echter Pokémon-Trainer bist. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1, da bringe ich dir die Grundlagen bei. Pass schön auf und viel Spaß! Das wird sicher lustig zusammen mit deinen neuen Pokémon. Mauzi und ich kümmern uns erstmal so weiter ums Auspacken. Komm schon, Alola, nicht so langsam. Um es in einer Pokémon-Attacke auszudrücken. Mach mal Turbo-Tempo! Ich bin ja unterwegs. Immer mit der Ruhe hier. Immer chillen, okay? Hier drüben! Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Flammeow an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeige dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also, pass gut auf! Ein Mabula wild erscheint. Und schon ist das Mabula gefangen. So einfach ist das. Manchmal greifen wilde Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Wenn deine Pokémon erstmal erschöpft sind, kannst du sie auch bei dir zu Hause... kannst du da eine Pause machen, dich kurz aufheilen, damit alles gut. Hier, ein paar Pokebälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Pokebälle werden in der Itemstasche verstaut. Du erhältst 5 Exemplare des Items Trank. Nice. Also dann, los geht deine kleine Abenteuerreise nach Lilli. Und pass mir gut auf Lalulla auf, ja, Flammeow? Alula, ach, was soll's. So, was kommt hier als erstes für ein legendäres Pokémon auf mich zu? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah,
Aber ein Magneton ist, glaube ich, gar nicht so mega kacke. Daher, los geht's. Das holen wir uns. Werfen wir nochmal unsere Katze drauf und dann holen wir uns die ganze Geschichte. Das ist gar nicht so effektiv, wie ich dachte, trotz der Tatsache, dass ich einfach 18 Level über dem Ding bin. Was das einfach irgendwie auch schon einfach irrelevant machen sollte, was ich tue. Aber das ist okay. Los, Fire Fairy! Hauen sie raus, bitte! Okay, wir sind verwirrt und paralysiert. Das wird irgendwie immer böser. Und damit habe ich es einfach fucking gekillt. Genau das, was ich nicht machen wollte. Gut, dann haben wir es auf dieser Route schon mal verkackt. Nachdem ich jetzt meinen halben Nuzlocke doch durchführe anscheinend. Und gehe kurz mal nach Hause und muss mir die Enttäuschung wegschlafen. Halt auch einfach Chris IRL, sobald was Schlimmes passierte, erstmal ins Bett gehen. Da kann man sich später noch drum kümmern. Es duftet angenehm beruhigend. Okay, bin ich jetzt geheilt? Ah nee, warte. Doch, nee, hä? Ich dachte, ich kann meine Pause hier einlegen und dann kann ich schlafen und alles ist schön. Kann Mama mich vielleicht heilen? Vielleicht ist das das, was passiert. Red mit Mutti, okay. Mutti, heil mich. Hast du was Krasses erlebt? Da, ruh dich ein bisschen aus. Ah. Ne, mach diesen Pokéball. Hoffentlich findest du ein ganz besonderes Pokémon damit. Oh, sie schenkt mir auch noch was. Voll nice. Alula wird depressiv, lese ich gerade. Alula wird nicht nur depressiv, die ist bereits depressiv. Die wurde depressiv geboren, okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Versuchen wir das doch nochmal. Tun wir so, als ob das gerade nicht passiert wäre. Ja. Finde ich in Ordnung. Kann man mitnehmen eigentlich. Das stirbt zumindest nicht instant, wenn ich es einmal angreife, hoffe ich. Dann nehmen wir das doch direkt mal mit. Hey, es hat sogar geklappt. Hätte ich nicht erwartet irgendwie. Und schon sind wir um ein Phoenixes reicher. Bisher haben wir ein 100% Feuerteam, was okay ist. Okay, wie nennen wir die gute Geschichte? Perfekt. Besserer Name hätte einfach nicht passieren können. Ah, noch ein Pokéball. So, box ihn weg, Brudi. Es lässt den Finger schwingen und Schlammwurgel. Wenn der Durchfall richtig einsetzt, Brudi. Das Problem ist, ich habe einfach einen wirklichen Verlust an legendären Pokémon zurzeit. Ich habe den Drang danach. Okay, vor ihr habe ich Angst. Ich brauche erst noch ein Pokémon mehr. Ansonsten wird das, glaube ich, nix. Ah, nee, dich nicht. Dich nicht, Alter. Du bist raus. Wo waren nochmal die ganzen Legendären? Die waren irgendwie links neben meinem Haus, oder? Dass man da irgendwie hoch musste.
Holen wir uns doch mal ein, keine Ahnung. Irgendwas, was Sinn macht. Du, 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 du. Oh Gott. Tauros. Bitte beruhige dich wieder, Tauros. Du tust ja auch jemandem weh. Okay, da können wir dann nicht lang. Die Cockblocken nicht absichtlich vor den ganzen legendären Pokémon. Finde ich nicht in Ordnung, Alter. Oh mein Gott! Oh. Oh. Oh, er ist cute. Ihn muss ich mitnehmen. Ah, nein, warte. Düdü. Ein Visenya wurde gefangen. Du, 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 du. Auch dir geben wir einen Namen, zum Beispiel. Yiff, und weiter geht's. Weißt du, nein, wir nehmen keine prostituierten Pokémon in unser Team auf. Ich habe ja echt schon kein Limit, aber das unterschreitet mein Limit dann gerade doch nochmal. Daher bin ich mal so frei. Was geht's? Okay. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, dann, wie ging das nochmal weiter? Ach ja, dann fliegen schon bald die Fetzen. Oh shit, sie wurde einfach zu einem kleinen Jungen. Sportskanone Yui fordert dich heraus. Arceus? What? Bitch, what? Was bist du denn? Hast du denen aufgetrieben, Alter? Warst du etwa auch im Route 1 Gras unterwegs? Hallo Gott! Weißt du, cool wäre, wenn wir jetzt auch die Pokémon der Trainerkämpfe fangen könnten, so. Er hatte anscheinend echt mehr Erfolg auf der Route als ich, würde ich mal so sagen. So, und dann kratzen wir ihn nochmal und dann hat sich die Geschichte. Dilledip. Sportskanone Yui wurde besiegt. Ach Menno, deine Pokémon sehen total happy aus, weil du gewonnen hast. Passiert. Gut, weiter geht's. Weißt du, vielleicht sollte ich, bevor wir in den nächsten Kampf springen, vielleicht sollte ich nicht. Vielleicht sollte ich warten, bis ich den XP-Teiler bekomme. Los, Raupi, zeigen wir ihnen, wie stark Käfer-Pokémon sind. Ass-Trainer Max, Alter. Ich sollte meinen Ass auch mal trainieren. Oh mein Gott, was ist das? Das sieht sehr scary aus, Mann. Das ist halt wirklich richtig ein gruseliges Ding.
ein Ultra-Beast. Also auch eigentlich ein legendäres Pokémon. What? Mein Käfer-Pokémon hat verloren? Ist das echt ein Käfer-Pokémon gewesen? Ich glaube, ich spinne. Tja, sein Raupi ist halt einfach ein bisschen geiler als eures, würde ich so sagen. Einen Trank nur für uns. Was finden wir hier? Hier ist doch bestimmt auch ein Kram drin, oder? Ein Wishu, okay. Ein Wishu, eh? Ach, der Fire Fairy ist zurückgeschreckt. Das glaube ich euch nicht. Und es wiegt 999 Kilo. Okay. Es sah auf jeden Fall sehr stylisch aus, Mann. Will ich das haben? Ich find's, glaube ich, ein bisschen cool, ehrlich gesagt. Na, ich will's nicht haben. Wenn's dann schon tot ist, dann ist es nicht würdig, in meine Gruppe mit aufgenommen zu werden, würde ich so sagen. Dafür ist Fire Furry erstmal Level 11, so wie es sich gehört. Für Silberblick lernen? Nee. Ich verzichte. Was haben wir denn noch hier? Die Grasfelder sind ja anscheinend alle eigens randomized, von daher... Ja, das haben wir ja schon. Das ist ja nicht mehr so spannend eigentlich. Wie eine Wilde rennen wir durchs Gras in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Schwumm. Endlich! Meine Durst nach Legendaries wurde gestillt. Los geht's. Mehr Feuer! Das Ding ist, wenn ich jetzt eine Feuerattacke verwende und es einfach stirbt, dann bin ich echt traurig. Aber ich muss es, glaube ich, noch ein bisschen runterkriegen. Okay, sehr gut. Cool, wir haben unser erstes legendäres Pokémon gefangen. Und wir haben noch nicht mal mit dem Spiel angefangen. Möchtest du Ho-Oh einen Spitznamen geben? Ja. Und Hannah hat einfach direkt das Beste vorgeschlagen, was ich echt gut finde. Der Name ist bestimmt von irgendwem geklaut, aber ist mir egal. So, los geht's. Jetzt bin ich mehr als bereit, das Abenteuer zu beginnen. Wuffels, starte ich an. Was möchtest du tun? Nach rechts drehen. Wuffels möchte mehr mit dir spielen. Kuckuckspiel. Ah, dann können wir jetzt gehen. Was will er denn von uns? Was ist seine Aufgabe? Warte, jetzt muss ich da mal kurz die Pokémon umstellen eigentlich. So, oh, er hält ein Item? Eine Zauberasche. Aber was macht die? Crazy. Du.
So, dich heilen wir auch noch. Wir heilen einfach alle mal durch. So. Sehr schön. So, mein kleiner Freund. Hey, kämpf mit mir. Okay, nur für dich. Wow, er war einfach eigentlich ein alter Mann. Und er ist ein Flamara-Profi. Und er setzt einen Krampf-Chef ein. Krampf-Chef? Tja, dann Meteorologe. Schauen wir mal, was passiert. Ich mache nicht so viel Schaden dafür, dass das ein legendäres Pokémon ist. Aber nee, ich habe Angst. Ich habe Angst. Das stirbt doch gleich. Glut ihn weg, Brudi! Pump. Sehr schön. Oh, das erste Feuerattack gekriegt ist mit 37. Sehe ich gerade. Oh Gott. Sag mir doch vorher, dass du so stark bist, sagte Daddy. Okay, das war in Ordnung. Warte, war hier nicht irgendwie mega der krasse Shit am Abgehen? Das ist cute, das will ich haben. Los geht's. Oh, ich hab's weggeweht. Es konnte sich nicht festhalten und ist einfach ins nächste Jahrtausend geflogen, Mann. Kann ich doch nicht wissen, dass das passiert. Oh, yes, Queen, los geht's. Neben dem Insektenkönig haben wir jetzt die Insektenkönigin, Mann. Wir setzen uns gegenseitig unter Druck. Mehr Druck! Wir müssen definitiv mehr Schaden machen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt mehr Schaden mache, stirbt es mir einfach. Und das wäre echt doof, weil ich es eigentlich gerne haben möchte. Weil es ein bisschen cool ist, so. Aber das reicht, glaube ich, auch schon. Ah, guck mal. Voll nice. Hornweisel wurde gefangen. Ich kann auch einfach Y drücken, um einen Pokéball zu werfen, der sich gerade... Das ist eine Info, die ich gut finde. Das wusste ich nicht. So, möchte ich einen Spitznamen geben? Ja. Als ob das E mit dem Apostroph drauf echt einfach dahin gehört. So, warte mal. Hier war doch so viel Scheiße in diesem Gras, dass es halt einfach echt nicht mehr lustig ist. Ja, dann halt nicht. Weißt du, ist mir egal. Ihr könnt eure Reshirams
und eure Marshadows alle behalten, die will ich gar nicht mehr. Ist mir alles egal. Ich gehe einfach, mache jetzt weiter mit der Story. Ansonsten sitzen wir noch 2 Stunden rum, Alter. Und ich habe nur noch 1,5 Stunden Aufnahmezeit. Das hier nennt sich also ein Fest. Alle scheinen sich zu amüsieren. Als gäbe es keine Sorgen auf der Welt. Selig sind die Unwissenden. Tu doch nicht so. Du brennst doch darauf, mehr davon zu sehen. Außerdem umhüllt eine starke Aura das Fest. Du hast recht. Dank seiner Lumineszenz ist Alola erfüllt von Licht. Doch nun ist seine Lumineszenz geschwächt und in tiefen, dunklen Schlaf versunken. Wenn seine Lumineszenz doch nur wieder seinen alten Glanz zurückbekommen würde. Aber hier herumzustehen ändert auch nichts. Also, auf zu weiteren Nachforschungen. Du bist ebenfalls nicht aus Alola, oder? Es scheint, du kommst auch von weit her. Es klingt nach Party. Willkommen zu unserem Fest. In Alola gibt es 4 Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Die Schutzpatrone stehen uns immer zur Seite. Und das heutige Fest soll dazu dienen, ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Hey Alola, mein Bautz und ich sind bereit. Au! Was? Du weißt etwa nicht Bescheid? Da seid ihr ja. Was geht denn hier vor sich? Piu! Nichts Geringeres als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacken zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kapu Raiki wird ein Pokémon-Kampf sein. Ihr werdet eure Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ich werde mir euren Kampf ansehen. Du darfst nie vergessen, dass deine Pokémon stets alles für dich geben, Alola. Lass mich dein Team wieder aufpäppeln. Bist du bereit für den Kampf? Ja. Möge der Kampf beginnen. Liebe Bewohner der Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft. Möget ihr auf all euren Wegen geborgen sein. Wir dürfen nun einen Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kapurigi beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Das ist Tali, mein Enkel. Lass uns Spaß haben, Bautz. Und hier haben wir das Mädchen, dem sich Kapurigi offenbart hat. Alola! Oh! Typisch Kapurigi. Seine Neugierde ist einfach unstillbar. Oh, pass mir gut auf meine kleine Alola auf, hörst du? Dieser Name, Alter. Lass uns einfach Spaß haben, denn das ist alles, was zählt. Nur Spaß! Nur Spaß! Nur Spaß! Alola und Tali, zeigt, was in euren Pokémon steckt. Pokémon-Trainer Tali hat so viel Spaß! Er setzt Fukano ein, das ist aber kein Bautz. That's not how this works, Alter. Kann ich ihn mit Wirbelwind einfach wegpusten, so wie es eben auch schon geklappt hat? Los, Solarpute!
Uff, okay. Vielleicht soll ich doch auswechseln. Wen haben wir denn so zur Auswahl? Es ist halt alles Trash, was ich bisher habe. Solarpute, das reicht. Komm zurück. Los, Fire Fairy. So, dann... Glut macht wahrscheinlich eher weniger Sinn. Was war denn Schlecker nochmal? Ziel wird eventuell paralysiert. Ja, okay, dann machen wir das mal. Das klingt nach einem Plan. Vulcanus paralysiert, das kann ich angreifen. Justice planned. All according to Keikaku. Das hat Tali davon, dass er so eine blöde Bitch war und mich am Anfang einfach gekillt hat. Dann hätte er jetzt gewinnen können, aber nope. So nicht. Ich lese gerade, was für einen Starter habe ich bekommen. Ich habe, ich habe vergessen, wie es heißt. Feuermiau bekommen. Ich hab vergessen, wie es heißt. Nein, ich will es nicht wechseln. Auch dich schlecken wir mal. Wo. Na bitte, das wollte ich. So, dann Kratzer, Kratzer, Kratzer und dann haben wir gewonnen. Okay, das bringt nicht so viel anscheinend. Aber es ist ein Wasser-Pokémon, da bringt das wahrscheinlich auch nicht viel mehr, oder? Okay. Habe ich irgendwas, was was bringt? Halt auch nicht so richtig, ne? Er ist halt Level 7. Er bombt halt alles andere weg, wenn es einmal angreift. Außer halt Solarpute, aber Solarpute ist leider auch nicht so toll. Ich glaube, wir suffern einfach durch. Kratzen uns jetzt einfach von Anfang bis Ende. Oh! Fire Fury erhält ganz viele XP. Finde ich gut. War es schon vorbei? That's what she said. Der Kampf dieses Jahr war mal wieder richtig mitreißend. Kapuriki ist bestimmt auch sehr zufrieden. Puh, du bist echt eine Wucht, Alola. Das war ein richtig toller Kampf. Ich habe richtig Spaß gehabt. Das war ein guter Kampf. Auch Kapuriki ist sicher. Rikikikiki! Oh. Kapuriki beehrt uns mit seinem Gesang. Damit hätten wir auch seine Zustimmung. Nun, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich dir das hier überreiche, Alola. Das ist ein Z-Kraftring. Dieses geheimnisvolle Armband ermöglicht es allen Pokémon, ihre Kraft zusammenzunehmen und ihr volles Potenzial, den Zenit ihres Könns, zu erreichen. Die Kraft, die sie dabei entfesseln, nennt man auch die Z-Kraft. Nur wir Inselkönige besitzen das nötige Wissen, um Glitzersteine wie den, den du von Kapuriki erhalten hast, in Z-Kraftringe zu verarbeiten. Um die Z-Kraft freizusetzen, musst du allerdings auf Inselwanderschaft gehen und die Z-Kristalle sammeln. Ich bin immer noch verblüfft, dass Kapuriki persönlich dir einen Glitzerstein überreicht hat. Du stehst offenbar in seiner Gunst. Oder verfolgte Kapuriki damit vielleicht einen größeren Plan? Vielleicht finden wir ja mehr heraus, wenn du auf Inselwanderschaft gehst und Alola bereist. Inselwanderschaft? 4 Inseln. Im Verlauf der Inselwanderschaft wirst du alle 4 Inseln der Alola-Region abklappern. Das Ziel der Inselwanderschaft ist es, zum stärksten aller Trainer zu werden. Mit anderen Worten, also zum Windelwanderschaftschamp. Was ist Lesen, Brudi? Ein großes Abenteuer wartet auf dich. Klingt super, oder? Ich freue mich schon total drauf. Das wird so Spaß machen.
Alles Weitere erfährst du von Hala. Immerhin ist der Insektenkönig. Wie Professor Kukui schon erklärt hat, geht es bei der Windelwanderschaft darum, die Inseln der Alola-Region zu bereisen, um viele verschiedene Menschen und Pokémon kennenzulernen und so schließlich über sich selbst hinauszuwachsen. In Alola gehen alle Kinder zusammen mit ihren Pokémon auf eine Reise, wenn sie 11 werden. Gut, dann nimm das hier. Dieses Windelwanderschaftsabzeichen ist sozusagen dein Beweis für deine Teilnahme. Oh super, danke Opi. Ich gehe auf Windelwanderschaft, um Windelwanderschaftschamp zu werden. Für dich habe ich auch eins, Alola. Ich lege dir schwer ans Herz, auch die Windelwanderschaft anzutreten. Dabei hat Alola doch bereits eine an. Hala hat recht. Die Inselwanderschaft ist die perfekte Gelegenheit, um Alola kennenzulernen. Uff. Kapuriki ist wirklich ein unglaubliches Pokémon. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Gelegenheit, mich persönlich bei ihm bedanken zu können, dass es wirklich ihn gerettet hat. Piu! Ich auch. Schließlich hat Kapuriki dich auch gerettet. Und dann hast du sogar noch einen Glitzerstein von ihm bekommen. Kommt schon, Zeit nach Hause zu gehen. Ach, Wölkchen. Alola ist wirklich ein wundersamer Ort. Dieses Fest war sonderbar. Ein Fest, bei dem Pokémon ihre besten Attacken zur Schau stellen? Du warst ja richtig fasziniert. Hast du jetzt etwa auch Lust auf einen Kampf bekommen? Na? Konzentration. Wir sind Mitglieder eines Forschungsteams. Nicht mal unsere Mittel der Wissenschaft vermögen, das Licht seiner Lumineszenz zu kontrollieren. Dabei müssen wir es doch unbedingt aufhalten. Die Alolaner scheinen aber zumindest mit starken Auren umgehen zu können. Sieht so aus. Vielleicht tun sie das mit diesem Z-Kraftring. Von dem ging eine starke Aura aus. Alola ist schon ein erstaunlicher Ort. Auf geht's, machen wir weiter mit unseren Forschungen. Ich bin wieder da, Mauzi. Na, hast du brav das Haus gehütet? Oh, du bist ja auch schon zurück, Alola. Dein Pokémon-Kampf war einfach atemberaubend. Bei dem harmonischen Teamwork zwischen dir und deinen Pokémon ist uns ganz warm ums Herz geworden. Ah! Die Windelwanderschaft ist typisch für Alola. So etwas gibt es nirgendwo sonst. Ich finde, du solltest das durchziehen. Aber eins nach dem anderen. Das Fest war so aufregend, dass ich mich doch glatt etwas verausgabt habe. Ah, uff. Ich brauche jetzt erst meine Mütze Schlaf. Also bleib nicht mehr zu lange auf, ja? Gute Nacht.